Ab Montag ist ja die FFP2-Maske Pflicht in Österreichs Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Viele Supermarktketten, wie zum Beispiel Sutterötti, Rewe, Spar oder auch Billa und Merkur, bieten schon jetzt die FFP2-Masken zum Verkauf an. Zu einem unschlagbaren Preis, heißt es, und zwar angeblich um 59 Cent pro Stück. Ich schaue es mir jetzt an, versuche in verschiedenen Märkten eine Maske zu ergattern und nehme euch mit. Also ich war jetzt gerade bei Sutterlütti in Eck und habe mir mal für euch umgeschaut. Ihr habt jetzt ganz problemlos können zwei FFP2-Masken ergattern. Heute gibt es sie ja. Die haben da wirklich nur 59 Cent gekostet. Es gibt derzeit noch einige. Sie standen direkt vor der Kasse. Es steht dort oben FFP2-Atemschutzmaske und hergestellt sind sie in Wiener Neudorf. Kommen also sogar aus Österreich. Ich schaue jetzt einmal weiter, was es zum Beispiel bei Hofer oder Spar gibt und ob man dort noch Masken ergattern kann. Mein nächster Stopp war jetzt Hofer in Albischwende. Oh, da gibt es seit heute die FFP2-Masken. Laut einer netten Verkäuferin, mit der ich geredet habe, verkaufen sie sich wirklich derzeit wie warme Semmeln. Sie werden wirklich sehr gefragt. Sie sind auch da im Kassenbereich, kosten die versprochenen 59 Cent. Es sind allerdings andere Masken. Und zwar steht da die Packung so aus. Das sind Filtering Half Masks. FFP2, die kommen allerdings aus China. Also es gibt überall FFP2-Masken bisher, sowohl bei Sutterlütti als auch bei Hofer. Allerdings sind es unterschiedliche, aber alle CE geprüft, alle also für euch verwendbar, bisher kein Problem. Ab heute soll es ja auch bei Spar in Vorarlberg FFP2-Masken geben. Zumindest jetzt beim VLT-Lokalaugenschein gab es in Dornbirn in zwei Sparmärkten noch keine. Laut einer Mitarbeiterin soll sich das aber bis heute Nachmittag ändern. Bis 3 oder 4 Uhr erwarten sie eine Lieferung. Wer also in dem Moment, in dem er einkaufen geht, noch keine FFP2-Masken ergattern kann in seinem heimischen Supermarkt, der muss eben noch ein bisschen abwarten. Bis Montag soll es aber überall welche geben. Also ich war jetzt gerade bei Pippa in Schwarzach. Da gibt es die Masken derzeit nicht einzeln, sondern nur die 10er-Packungen von Medisana, das sind aber auch FFP2-Masken, 10 Atemschutzmasken hat es jetzt um 13,99 gegeben. Die sind OCE geprüft und kommen aus Deutschland. Also passt ganz gut. Ab nächster Woche soll es dann auch die einzelnen Packungen geben, wo es dann um 59 Cent pro Maske gibt. Derzeit haben sie zumindest in Schwarzach jetzt aber nur die 10er-Packungen. Kurzes Fazit dazu. FFP2-Masken sind derzeit in ganz Österreich sehr gefragt, weil sie ab Montag Pflicht sind. Wenn es irgendwo noch keine gibt, müssen da einfach mal ein bisschen nachfragen, ein bisschen abwarten oder eventuell in einen anderen Supermarkt gehen. Weil in den meisten Supermärkten im Ländle gibt es schon ab heute Donnerstag welche zum Kaufen. Wenn nicht, könnt ihr immer noch am Montag kurzfristig welche holen gehen.